Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren The Hunter Call of the Wild Video. Heute habe ich mal eine Tierliste gemacht von allen DLCs. Diese Frage bekomme ich relativ häufig. Ja, Melli, welche DLCs soll ich mir denn kaufen? Welche sind gut? Welche sind nicht so gut? Und diese Frage werde ich jetzt hier ein für alle mal klären, damit ihr, sag ich mal, auch wisst, okay, welche DLCs lohnen sich denn? Natürlich ist das alles subjektiv. Manche werden eine ganz andere Meinung haben zu manchen DLCs als ich. Das ist meine Meinung nach über 1800 Stunden Spielzeit. Und ja, bitte aufs Datum achten. Hier sind vielleicht in der Zukunft nicht alle DLCs drin, da Expansive Worlds da immer wieder DLCs für das Spiel rausbringt. Ich werde aber eventuell in manchen Abständen dann wieder eine Tierlist machen, sollten einige mehr dazugekommen sein oder sich bei den Karten drastisch was geändert haben oder allgemein bei den ganzen DLCs. Ich denke aber, in naher Zukunft wird das nicht der Fall sein. Also, starten wir einfach mal rein. S hier ist natürlich Top-Tier, ja, also S sollte man sich auf jeden Fall holen. A ist ebenfalls richtig gut, auf jeden Fall auch eine Kaufempfehlung. B ist, ja, ist ganz okay. Also ist auch noch richtig gut, aber da müsste man sich schon überlegen. Bei C ist es wirklich schon eine Geschmacksfrage. Also möchte man das haben oder nicht? D, E und F sind dann schon etwas weniger empfehlenswert. Also D ist schon so ein bisschen weniger. Also da kann man schon davon sprechen, dass man sich das auf jeden Fall überlegen sollte. Bei E sollte man sich das richtig gut überlegen. Und bei F würde ich sagen, das sollte man sich auf jeden Fall nicht kaufen. Und ja, fangen wir einfach mal an. Wir fangen hier mit Quadroculinas an, eine Karte, die ich persönlich ganz cool finde, aber auf den offenen Flächen habe ich manchmal das Gefühl, dass man da nicht ganz so viel findet. Das ist mein Gefühl zumindest. Bei vielen Orten, da bin ich durchgelaufen und habe einfach nichts gefunden immer, und gerade an den Seen und so ist zwar viel los und die Karte ist auch nicht schlecht, aber ich würde sagen, C-Tier. Also C ist, denke ich, angemessen. Es ist keine schlechte Karte, aber auch keine mega gute Karte. Ich persönlich finde es okay. Die Hügel gefallen mir überhaupt nicht. Da jage ich auch überhaupt nicht gerne. An den Seen kann man wirklich sehr gut jagen. Aber ich würde sagen, überlegt euch das auf jeden Fall. Da solltet ihr nach euren persönlichen Präferenzen gehen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Auf meinem Kanal gibt es genug Let's Play-Folgen mit Quadroculinas. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Silver Ridge Peaks, ja, das ist eine wirklich tolle Karte, hat auch so ein bis zwei Orte, die ich nicht mag, aber ich würde auf jeden Fall sagen A, also da sollte man sich auf jeden Fall, ja, das sollte man sich meiner Meinung nach auf jeden Fall holen, wenn man das Geld über hat. Es ist jetzt nicht unbedingt notwendig, deswegen habe ich es jetzt nicht in S reingepackt. Aber ich finde Silver Ridge Peaks auf jeden Fall eine richtig, richtig tolle Karte. Und wenn man das Geld über hat, dann sollte man sich das auf jeden Fall auch holen. Bei T Avarua würde ich sogar noch einen Schritt höher gehen und sagen S, weil die Karte wirklich verdammt gut ist. Dort haben wir viele verschiedene Tiere. Wir haben auf vielen Flächen viele Tiere. Wir haben sehr, 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 sehr viele Orte, wo wir jagen können. Alleine im Wald kann man super jagen. Man kann an den Fluss super jagen. Man kann an den Seen super jagen. Gut, linke Seite der Wald, den finde ich jetzt nicht ganz so knorke, aber so im Großen und Ganzen, das Gefühl der Karte und so weiter, würde ich eigentlich sagen S. Also da würde ich sogar so einen kleinen Tick noch über Silver Ridge gehen und sagen, das sollte man sich auf jeden Fall holen. Ist wirklich eine super Karte. Natürlich, wenn ihr sagt, okay, die Karte gefällt mir gar nicht, dann müsst ihr selber entscheiden. Ich persönlich auf jeden Fall, klares S-Tier, für mich zumindest. Der Bloodhound, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Aktuell ist er noch ein bisschen buggy an manchen Stellen. Also er hatte am Anfang noch ein paar Bugs. Einige beschweren sich immer noch, dass es da Abstürze gibt und so weiter momentan. Aber ich denke, in der Zukunft wird das gefixt sein. Und da er wirklich ein Problem, sage ich mal, behebt, was viele, viele Leute bemängelt haben, und der an sich von den Animationen und so weiter gut umgesetzt ist, also er kann manchmal ein bisschen nerven, wenn er dir vor die Beine läuft. Aber ich würde auch sagen, auch S-Tier. Also ich weiß, viele werden sich jetzt wundern, weil ich wirklich oft über den Moser, aber ich muss ja auch ein bisschen an die Community denken, und viele haben Probleme damit. Wenn sie ein Tier scheiße anschießen, dann finden sie das nicht, dann ärgern sie sich, und der Bloodhound, der behebt das Problem einfach. Der, sag ich mal, sorgt dafür, dass ihr das Tier halt finden könnt ohne Probleme. Deswegen für mich S-Tier sollte man sich definitiv holen. So, weiter geht's. Weapon Pack 3. Ja, da, das Einzige, was ich darin gut finde, das seht ihr hier auch schon, das ist die Vasquez Cyclone. Damit kann man ein bisschen spielen, ist allerdings wirklich nicht
so toll. Es ist wirklich einfach nur ein Gimmick, eine Spielerei. Ich würde sagen, auf jeden Fall D. Also das ist nicht so empfehlenswert. Die anderen beiden Waffen finde ich jetzt auch nicht so toll. Da ist noch eine Pistole, noch irgendwas anderes drin, was halt wirklich für mich einfach überhaupt keine Daseinsberechtigung, schon Daseinsberechtigung hat, aber für mich einfach bringt es nichts. Wenn ich auf Gänse oder Enten gehen möchte, dann nehme ich halt die Virant mit. Da brauche ich nicht so eine Kackpistole für. So, weiter geht's. Smoking Barrels Weapon Pack. Das ist ein bisschen Geschmacksfrage. Ich persönlich finde auf jeden Fall den Vorderlader, der in diesem Paket vorhanden ist, eine der stärksten Waffen überhaupt. Ein Elch, wenn man den seitlich in die Lunge reinschießt, der stirbt so verdammt schnell, dass ich sogar sagen würde, dass die Waffe aktuell die stärkste im Spiel ist. Allerdings kann man mit ihnen keine Neuner ethisch korrekt, ja, killen. Dementsprechend würde ich sagen B. Es ist wirklich ein tolles Paket, allerdings auch ein bisschen Geschmacksfrage, weil viele sagen, oh, so alte Waffen, weil das, ne, da muss man auch so lange nachladen, das gefällt mir nicht. Aber ich finde die Animation von dem Ding toll, ich finde das Spielgefühl toll und für mich gibt es immer so ein bisschen, es lockert so ein bisschen das Ganze auf. Jetzt kommen wir zu Tents and Ground Blinds und da könnte ich jetzt darüber meckern, dass ich einen Fehler die ganze Zeit habe, wo mir die einfach entfernt werden. Grüße gehen raus an Expensive Worlds Patch Team. Und das wurde ja bisher noch nicht behoben, beziehungsweise ich habe immer noch, dass ich irgendwo hinwarp und dann wird es wieder abgerissen, obwohl ich da stundenlang gespielt habe. Ist jetzt auch egal, aber was halte ich davon? Tents and Ground Blinds ist eine gemischte Sache. Also die Tents sind schon hilfreich, wenn man irgendwo hinwarpen will, aber für mich auch nichts Essentielles. Man kommt eigentlich mit den sehr großzügig verteilten Lodges eigentlich auch überall hin. Das ist eher was für Leute, die, sage ich mal, ja, die sich so ein bisschen was Gutes tun wollen, sage ich mal. Ansonsten, die Ground Blinds sind kacke. Also 50% von dem DLC ist scheiße, das muss euch klar sein. Weil die Ground Blinds, ich kenne keine Person, die Ground Blinds feiert. Es wird sich sicherlich einer in den Kommentaren melden, ja doch, ich finde die gut. Aber im Großen und Ganzen, ich denke nicht, dass da viele mitspielen. Einfach weil es gegenüber dem Tripod zum Beispiel völlig, ja, im Nachteil ist. Ich würde trotzdem sagen B, weil es eine nette Sache ist und die Tents funktionieren, sind auf jeden Fall eine nette Sache. Medved Tiger, ja. Ich persönlich mag die Medved Tiger nicht. Wenn ihr wirklich auf Schnee steht, wenn ihr wirklich auf die Luchse hier, wenn ihr die feiert und unbedingt die Luchse jagen wollt, dann könnt ihr euch das vielleicht überlegen. Ich persönlich finde die Karte zum aktuellen Zeitpunkt sehr leer. Verdammt leer, könnte man sagen. Und ich bin einfach nicht glücklich auf der Karte. Ich spiele die vielleicht innerhalb von 100 Folgen in meinem Let's Play vielleicht ein oder zweimal. Maximum. Deswegen würde ich sagen E. Also ich würde nicht sagen F, weil es hat sicherlich, ja, es ist halt eine Karte. Es ist Content und man kann sich das schon geben. Es ist auch ein bis zwei Runden ganz nett, aber dann halt nicht so. Ich würde sagen E, also ihr könnt es euch überlegen, wenn ihr die unbedingt haben wollt, aber im Großen und Ganzen, ne? Tree Stand and Tripod Pack. Ja, also ich persönlich finde das Paket sehr gut. Also die Tripods sind wirklich sehr, sehr gut. Die kann man einfach auf Felder stellen und da wunderbar Jagdgelegenheiten für sich schaffen. Die Tree Stands, ja, ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich verwende sie in diesem Spiel nicht, weil auch die Düfte zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirklich funktionieren und oder scheiße sind. Dementsprechend finde ich den Tree Stand dann nicht ganz so toll. Zusammen mit dem Bedürfnisgebiet, sag ich mal, System ist es sowieso nicht so toll, finde ich. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Tripods sind super und ich würde sagen, definitiv auch B. Muss man nicht unbedingt haben, aber ist auf jeden Fall eine nette, ja, eine nette Investition. Also kann ich nicht sagen, dass ihr das bereuen werdet. Ich denke, das ist eine nette Edition. Könnt ihr auf jeden Fall kaufen. Hightech Hunting Pack. Ja. Auf das Paket habe ich gewartet, weil das würde ich eigentlich unter F kategorisieren. Weil da hat man ein Visier reingepackt für ein Gewehr, was 1 bis 4 Zoom hat. In der Nacht, auf Entfernung, wer verwendet zum Geier da 1 bis 4 Zoom? Wahrscheinlich keiner. Das einzig Gute daran ist das Nachtsichtfernglas. Und das kann man auch wirklich gut gut gebrauchen. Ich würde das hier auf jeden Fall straight in F packen, aber ich pack's in E. Wenn ihr wirklich dieses Fernglas haben wollt, weil ihr nachts gerne jagt, dann holt es euch. Aber ansonsten ist das einfach meiner Meinung nach Trash.
Es ist einfach nicht toll. Ich würde sogar sagen, ich pack's zwischen E und F. Ich weiß, das macht man so eigentlich nicht, aber ja, gut, ich lasse es bei E, weil das Fernglas ist gut. Aber trotzdem, man kann da dann auch nicht auf Dings umschalten, auf normale Sicht oder so, wenn es am Tag unterwegs ist, muss immer zwei Ferngläser mitnehmen. Also es ist wirklich nicht toll. Spart euch das Geld, wenn ihr nicht unbedingt das Fernglas wollt. Wild Goose Chase Pack würde ich sagen C. Es erfüllt seinen Zweck, weil wenn man halt Gänse jagen möchte, dann sollte man das auf jeden Fall haben. Dementsprechend bei C. Wollt ihr Gänse jagen, kauft es euch. Ist solide, sind ein paar schöne Sachen drin. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Insofern ihr halt Gänse jagen wollt, kommt mit einer C. C ist, glaube ich, sehr fair. Saseka Safari Trophy Lodge. Ja. Also die Lodge ist an sich okay. Sie hat ein paar schöne Sachen. Und vor allem auch diese Multi-Trophy-Systeme da sind schon wirklich toll. Was ich nicht so toll finde, ist, dass sie da überall so Waffenhalter hingemacht haben. Teilweise einen ganzen Raum mit Waffenhaltern. Obwohl es, wir spielen hier nicht CSGO. Wir haben nicht so viele Waffenskins. Wir haben keine Pakete mit ultra seltenen Skins, wo wir flexen können mit. Vor allem funktionieren 80% der Zeit die anderen Leute besuchen eh nicht. Weil das nie gefixt wird, momentan zumindest, ne, aus Datum achten. Dementsprechend würde ich sagen D. Ich persönlich, dieses ganze Waffen-Hinstellen-System finde ich eigentlich komplett Trash. Wer unbedingt die Multimounts haben möchte, okay, könnt ihr euch kaufen. Aber meiner Meinung nach ist die andere Lodge deutlich besser und zu der kommen wir auch gleich. Duck and Cover, ja, absolut notwendig, finde ich, wenn man Enten jagen möchte. Ich finde auch dieses Tent und so weiter wirklich gut gemacht. Das gefällt mir. Die Liege hier beim Wild Goose Pack, die verwende ich nicht so häufig. Die finde ich eigentlich eher behindernd. Trotzdem braucht man es halt, deswegen C. Beziehungsweise sollte man es haben, wegen den Attrappen. Und Duck and Cover finde ich allerdings wirklich gut gemacht. Das ganze Paket eigentlich mit den Attrappen, mit diesem Zelt, was man da hinstellen kann, finde ich wirklich gut. Ich würde sagen, B ist auf jeden Fall eine verdiente Note. Man kann Enten auch ohne jagen, deswegen nicht A. Aber an sich finde ich es auf jeden Fall nicht schlecht, deswegen auf jeden Fall weiter oben. Trophy Lodge würde ich definitiv auf den A-Platz packen hier. Und zwar die Spring Creek Manor, weil das ist wirklich eine gute Lodge, wie man sich das vorstellt. Ein schönes Herrenhaus, kann man sagen. Und dort kann man einfach richtig schön seine Tiere ausstellen. Man hat auch ein paar Möglichkeiten mit den Multi-Mounts, wenn auch nicht so viele. Und das ist auf jeden Fall eine Lodge, die ich empfehlen würde, weil die ist wirklich toll. Da kann man das super ausstellen, kann man auch verschiedene Areale, sag ich mal, anders gestalten mit verschiedenen Tieren, dass man zum Beispiel unten so Afrika macht und oben macht man zum Beispiel irgendeine andere Karte, etc. Der ATV Saber. Das ist wirklich eine harte Nuss, weil man braucht den eigentlich nur einmal. Man braucht den einmal, wenn eine Karte rauskommt, fährt man einmal mit dem rum und erkundet alles. Ich würde sagen F. Bin ich ganz ehrlich, also ich finde das Ding lustig. Es macht auch ein bisschen Spaß, mit rumzufahren, aber ihr braucht es nicht, wenn ihr, sage ich mal, nicht gerade eine neue Karte habt. Braucht ihr einfach nicht. Außer ihr habt überhaupt keine Zeit, rumzulaufen. Ich persönlich würde aber sagen F, weil das irgendwann ist das Ding einfach nur noch Schrott. Dann steht es rum, man verwendet es eigentlich gar nicht mehr und wenn man damit fährt, verscheucht man eh alle Tiere in der Umgebung. Das heißt, irgendwo zu einem Jagdplatz fahren ist sowieso völlig Banane. Wenn ihr lange Strecken zurücklegt, dann könnt ihr euch das holen. Ich rate vom Kauf allerdings ab, weil irgendwann braucht man es halt einfach nicht mehr. Yukon Valley, eine wirklich grandiose Karte, macht immer wieder Spaß, dort zu jagen und ich würde sagen, kommt für mich auch auf den A, wenn nicht sogar auf den S-Rang. S-Rang möchte ich allerdings für Sachen nehmen, die man auf jeden Fall holen sollte. Ich würde aber Yukon Valley auch gerne auf S machen. Deswegen Yukon Valley bitte S und A so ein bisschen dazwischen euch einfach denken, okay? Also Yukon Valley ist wirklich eine super Karte, würde ich definitiv empfehlen. Also das ist wirklich, ja, bereut ihr nicht. Zumindest meiner Meinung nach. Ansonsten Wuhonga Savanna würde ich auf B machen, weil viele mögen so eine afrikanische Karte nicht und das kann ich auch irgendwo verstehen. Also es ist halt eine sehr, sehr abhängig vom Geschmack. Und
Die Löwen können manchen vielleicht auch ein Dorn im Auge sein. Aktuell finde ich auch wenig männliche Löwen, aber es ist ein anderes Problem. Ansonsten halt gibt es manche Gebiete, die ein bisschen zu buschig sind, meiner Meinung nach. Aber im Großen und Ganzen feiere ich Wuhonga Savannah und kann definitiv sagen, dass es ein Kauf wert ist. Deswegen finde ich, B ist auf jeden Fall ein guter Platz dafür. Denn es ist nicht die beste Karte, die es gibt, allerdings auch keine schlechte, meiner Meinung nach. Weapon Pack 1. Früher war das Paket... Nee, das war das andere Paket, das war Weapon Pack 2. Genau, Weapon Pack 1 finde ich auch relativ gut, denn dort ist die Virant drin. Und die Virant, die braucht man oder sollte man haben für Enten und Gänse. Das ist definitiv eine super Sache. Auch für die leise Jagd ist die Armbrust, die im ersten Weapon Pack drin ist, auf jeden Fall eine tolle Sache. Der Bogen, der hier gezeigt wird, den verwende ich selber nicht. Also, ja. Ich persönlich würde allerdings sagen, dass man das auf jeden Fall kaufen sollte. Weil... Die Virant ist wirklich wichtig. Man kann zwar auch mit anderen Gewehren bzw. mit anderen Shotguns hier und so weiter auch die ganzen Gänse und so weiter jagen, aber wenn man wirklich diesen präzisen Kill möchte, sage ich mal, da ist die Virant auf jeden Fall meiner Meinung nach unerlässlich. Deswegen von mir definitiv ein S-Tier, weil man, wenn man Gänse und Enten machen möchte, dann sollte man das auf jeden Fall haben. Und... Ich persönlich liebe auch die Armbrust, das ist super, wenn man leise spielen möchte, aber das ist, wie gesagt, subjektiv. Für euch wird es vielleicht ein A- oder B-Tier sein, aber für mich auf jeden Fall S-Tier, also ich würde es auf jeden Fall definitiv wieder kaufen. Und dann kommen wir mal zur nächsten Karte, und zwar Park Fernando. Park Fernando, ja, das ist schwierig, die halbe Karte besteht aus Busch. Ich mache auch 2 bis 3 Folgen oder was weiß ich wie viele Folgen, wenn ich innerhalb von 100 Folgen, aber nicht sonderlich viele. Und ich würde sagen, das kommt auch bei der Medved Tiger rein. Weil das ist eine Karte, die ich guten Herzens momentan nicht empfehlen kann. Ich habe früher zwar schon mal ein Review dazu gemacht, aber ich persönlich stehe hinter diesem Review aktuell nicht mehr, weil ich persönlich einfach Park Fernando viel zu buschig finde. Und viele, viele Orte kann man einfach nicht bejagen, weil man sich da fühlt wie in, ja, in einer reinen Buschkarte. Du kommst einen Hügel hoch, alles voller Büsche. Und wie willst du da irgendein Tier sehen? Ne? Weapon Pack 2 fand ich früher ehrlich gesagt ziemlich toll. Die Solokin wurde allerdings mittlerweile ziemlich genervt. Beziehungsweise ist sie nicht mehr ganz so stark wie früher. Hat trotzdem noch, wie zum Beispiel bei... dem Lux hier auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, und ich würde sagen D. Also Weapon Pack 2 ist wirklich so eine Sache. Ihr könnt es euch angucken, früher war es ein Must-Have, wegen der Solokin, die war einfach früher richtig, richtig stark. Aber da hatten wir halt noch ein anderes System, ein anderes Rängesystem für die Tiere. Aktuell würde ich sagen, D ist ein verdienter Platz. Oder ich würde sagen, ich verwende sie schon häufiger. Sagen wir mal einfach C. C ist okay, es ist neutral. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht sonderlich, ne? Ich sag mal, man muss es nicht unbedingt haben, aber es ist nicht schlecht. Geht da bitte nach eurem Geschmack. Guckt euch die Waffen an, braucht ihr die? Und da ist, glaube ich, noch das Drillingsgewehr drin, und das mögen sehr, sehr viele. Deswegen, ich würde sagen, C ist auf jeden Fall richtig. Für D hätte man mich wahrscheinlich gehatet, wegen dem Drillingsgewehr. Falls ich übrigens da gerade Scheiß labe und das in irgendeinem anderen Paket war, bitte korrigieren. Aber ich denke, das ist ein Weapon Pack 2 gewesen. Also da auf jeden Fall könnt ihr euch gönnen, wenn ihr wirklich dieses Drillingsgewehr haben wollt. Viele feiern das. Ich persönlich mag das nicht so, aber das ist halt mein Geschmack. Ich möchte das jetzt auch nicht runterreden. Kann man sicherlich gut mit jagen. Aber ja, Solokin definitiv immer noch gut zu gebrauchen. Gerade bei den neuen Ziegen oder bei den, ne, wie heißen sie nochmal, den Luchsen. Und alles, was so Level 3 ist. Definitiv da eine gute Wahl. Und ja, ich hoffe mal, diese Tierliste konnte euch helfen, euch eine Kaufentscheidung abnehmen. Und ihr könnt jetzt besser einschätzen, welche DLCs gut sind und welche nicht gut sind. Ich habe ja zu jedem DLC meine Gedanken nochmal geäußert, damit ihr entscheiden könnt, okay, sehe ich das genauso? Brauche ich das denn unbedingt? Ist das für mich jetzt zum Beispiel hier auch eine S-Karte oder nicht? Und das ist, wie gesagt, bei den Karten, das ist sehr, sehr stark subjektiv. Gerade bei den Karten. Da müsst ihr einfach selber gucken, gefällt euch das. Das hier ist meine Einschätzung. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls ja, dann Däumchen nicht vergessen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss.